Hey, na du? Man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Die Stimmung ist gut und ich habe sehr viel Spaß, allerdings befürchte ich, dass das nur bis morgen früh so sein wird, denn dann muss ich mich hier diesem Geschirrberg stellen. Das muss ich aber zum Glück nicht alleine, denn seit kurzem habe ich eine neue. Also nicht falsch verstehen, eine neue Geschirrspülmaschine. Falls du also auf der Suche nach einer Geschirrspülmaschine sein solltest, dann bist du hier bei mir genau richtig. Wir schauen uns jetzt mal an, was die so alles kann und worauf du beim Kauf deines Modells achten solltest. Ja, das ging gestern doch ein bisschen länger als gedacht. Und um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht, wie ich ohne meine neue Geschirrspülmaschine diesen ganzen Berg an Geschirr je wieder sauber kriegen sollte. Jetzt zeige ich dir erstmal, was dieses kleine Technikwunder so alles kann. Oh, du weißt gar nicht, wovon ich rede? Sorry, das ist mein Fehler. Schließlich ist die Maschine komplett hinter einer Möbelblende versteckt und somit praktisch unsichtbar. In den allermeisten Fällen wird so ein Geschirrspüler ja unter der Arbeitsplatte eingebaut. Wie du sehen kannst, wird mein Modell allerdings im Gegensatz dazu hoch eingebaut. Und das bringt folgende Vorteile mit sich. Dadurch ist das Gerät nicht nur besonders leicht zugänglich, sondern auch noch ergonomisch sinnvoll platziert. Ich muss mich nicht die ganze Zeit bücken und schone dadurch Knie und Rücken. Schließlich benutze ich den Geschirrspüler auch mehrmals täglich. Das bedeutet, dass der hohe Einbau für mich total Sinn macht. Gleich mal vorneweg, nur weil mein Geschirrspüler voll integriert, das heißt komplett hinter einer Möbelfront versteckt ist, muss es deiner noch längst nicht sein. Du bist vollkommen frei in deinen Entscheidungen und das Gerät passt sich deinen Gegebenheiten an. Sei es ein ergonomisch hoher oder ein auf dem Boden platzierter, teilintegrierter Geschirrspüler oder ein Unterbauspüler, dies jeweils in einer Standardbreite von 60 cm oder auch in der schmalen Variante von 45 cm gibt. Eine Spülmaschine von Bosch findet immer ihren Platz in deinem Haushalt. Falls du allerdings noch nicht sicher bist, ob ein Einbaugerät das Richtige für dich ist und du dich noch über verschiedene Bauformen informieren möchtest, weil du eben noch nicht weißt, wie und wo du die Spülmaschine genau platzieren willst, dann schau doch mal hier rein. Die Unterschiede, die jeweiligen Vorteile und die Besonderheiten habe ich mir in diesem Video nochmal ganz besonders angeschaut. Vielleicht ist dir bereits der sehr geringe Abstand zwischen Spülertür und Front und dem unteren Schrank aufgefallen. Dass die Abstände beim Hochanbau so gleichmäßig aussehen, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Der Problemlöser hier ist das Vario-Scharnier, das es nur in Verbindung mit voll integrierten Geschirrspülern gibt. Und das ermöglicht so einen harmonischen Gesamteindruck meiner Möbelfront. Das Vario-Scharnier schiebt beim Öffnen des Geschirrspülers die Front um 5 cm nach oben. Dadurch kommt die Unterkante der Front an allen möglichen Hindernissen vorbei. Entweder wie hier beim Hochanbau an der unteren Front, oder wenn der Spüler unter einer Arbeitsplatte verbaut wurde, kommt er selbst an einer niedrigen Sockelleiste der Küchenmöbel vorbei. Egal wie der Spüler verbaut wurde, die bewegliche Möbelfront ist immer fest mit dem Spüler verbunden und ermöglicht so das gewünschte Design. Nur wie kann ich jetzt genau erkennen, ob der Spülvorgang schon beendet ist? Wäre der Spüler nicht hoch eingebaut, dann wäre das auch kein Problem. Eine auf den Boden projizierte Anzeige würde mir signalisieren, was hinter der Tür vor sich geht. Aber auch für den Hochanbau hat sich Bosch etwas überlegt, und zwar das Statuslight. Wie du siehst, ist es ein seitlich in die Tür eingelassenes Licht, welches durch den Spalt zur angrenzenden Möbeltür erstrahlt. Und falls das Programm noch läuft, leuchtet auch die Lampe noch. Clever, oder? Ich habe hier ein voll integriertes Modell mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 86,5 cm. Das ist ein echtes XXL-Gerät, gibt es natürlich auch in der Standardhöhe von 81,5 cm. Und jetzt kommen wir zu den inneren Werten meines Geschirrspülers. Der Vorteil einer großen Größe ist der gewonnene Raum für hohe Geschirrteile im Ober- und Unterkorb. Darüber hinaus haben wir jetzt mehr Platz für eine dritte Beladungsebene in Form eines Korbes oder einer Vario-Schublade. Die Vario-Schublade ist eine äußerst komfortable Schublade für perfekt sauberes und glänzend trockenes Besteck, in das zum Beispiel auch Kochlöffel, Schöpfkellen und andere Geschirrteile einsortiert werden können, wie zum Beispiel Espressotassen. Die Schublade ist deswegen so flexibel, damit sie sich an jede Alltagssituation perfekt anpassen kann. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Vario-Schublade durch einen dritten Korb zu ersetzen. Dieser bietet dir mehr Laderaum für kleinere Geschirrteile. Aber das ist noch nicht alles. Durch diese verschiebbare Ablage schaffst du Raum für mehr langstielige Gläser. Der dritte Korb verfügt außerdem über diese praktische, abnehmbare Ablage, in der auch große Messer sicher platziert werden können.
Der Korb läuft dank der Leichtlaufrollen ganz besonders sanft und leichtgängig. Das gilt übrigens für alle Körbe in diesem Gerät. Bei Bosch gibt es verschiedene Korbvarianten. Die flexibelsten Körbe, die sich wirklich jeder beliebigen Alltagssituation anpassen können, sind die Max Flex Pro Körbe und Anpassungsfähigkeit wird hier wirklich groß geschrieben. An dieser Stelle ein Geständnis von mir. Mein Geschirr passt zwar immer zueinander, aber am Ende ist es irgendwie ein bunter Mix und entspricht selten der Norm. Wie zum Beispiel dieses Brett hier. Durch die extra hohen Seitenwände des Korbes kann sich das Brett nämlich nicht mehr verkeilen und sorgt so für ein optimales Spül- und Trockenergebnis. Das Leben an sich entspricht ja auch nur selten der Norm. Deswegen sollte sich mindestens dein Geschirrspüler auf jede Haushaltssituation, also Alltag, Party, Kindergeburtstag, Familienessen und so weiter, einstellen können. Wie du siehst, hat alles seinen Platz und kann sicher platziert werden. Dank der Anti-Rutsch-Elemente aus Silikon. Das gilt auch für langstielige Gläser. Falls du besonders wertvolle Gläser besitzen solltest, möchte ich dir meinen Bodyguard für Gläser vorstellen. Den sogenannten Stielglaskorb. Wie du siehst, finden hier vier langstielige Gläser einen absolut sicheren Platz in deinem Geschirrspüler. Ob hier auch zwei Stielglaskörbe reinpassen? Na klar. Allerdings, und da bin ich ganz ehrlich mit dir, diese praktischen, anpassungsfähigen Körbe allein machen den Geschirrspüler auch nicht aus. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Schließlich dreht es sich hier um perfekte Spül- und Trocknungsergebnisse. Deswegen schauen wir uns die Spülmaschine jetzt mal an, was sie noch so drauf hat und widmen uns den Programmen und Features. Hier, nehmen wir zum Beispiel die Auflaufform von gestern. Normalerweise braucht so ein Geschirrteil die Wahl eines stärkeren Programms als das restliche Geschirr, wie zum Beispiel meine Weingläser hier. Um dies zu vermeiden, hat mein Geschirrspüler von Bosch eine extra Reinigungszone für stark verschmutztes, eingebranntes oder angetrocknetes Geschirr, die Extra Clean Zone. Diese ermöglicht bei gleichbleibender Temperatur und Programm eine hohe Reinigungskraft und kann mit einer einfachen Handbewegung aktiviert werden. Natürlich kann man solch angetrocknetes Geschirr auch vorher einweichen, aber für mich ist das keine Option. Und genau deswegen liebe ich meinen Geschirrspüler so. Die Maschine hat für jedes Problem das passende Programm und alle Programme folgen dem Credo, nicht zu viel und nicht zu wenig. Von super sanft, also 40 Grad, speziell für Gläser, bis super kraftvoll, intensiver Spülgang bei 70 Grad und Zusatzoption Intensivzone. Von sehr kurz, Express 60 Grad mit einer Laufzeit von 1,5 Stunden, bis hin zu dem sparsamsten Programm Eco 50 Grad mit einer Laufzeit von knapp 4 Stunden. Im Prinzip liegt die Wahl bei dir. Ob 1,5 Stunden oder 4 Stunden, das Geschirr kommt so oder so perfekt gespült und getrocknet aus der Maschine. Aber nach 1,5 Stunden genauso sauber wie nach 4 Stunden? Wo ist der Haken? Der einzige Unterschied liegt tatsächlich im Wasser- und Energieverbrauch. Der ist nämlich bei einer kürzeren Laufzeit entsprechend höher, als wenn das Programm sehr lange läuft. Das ist im Prinzip wie beim Autofahren. Je schneller du fährst, desto höher ist der Verbrauch und entsprechend häufiger musst du tanken. Und hier ist es genauso. Je kürzer die Programmlaufzeit, desto höher ist der Verbrauch. Deswegen ist das Eco-Programm auch mein absolutes Lieblingsprogramm, falls man die Zeit dafür hat. Perfekt, um zum Beispiel über Nacht zu laufen. Übrigens praktisch für alle, die einen besonders hohen hygienischen Anspruch haben, wie zum Beispiel Familien mit Kleinkindern, dieses Gerät verfügt über Hygiene Plus. Diese Zusatzoption garantiert hygienisch reine Spülergebnisse für spezielle Geschirrteile, wie zum Beispiel Babyfläschchen oder Schneidbretter, die im Einsatz mit rohem Fisch oder Fleisch waren. Apropos Hygiene, was bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer meines Geschirrspülers massiv verlängert, ist das Maschinenpflegeprogramm. Fette und Speisereste werden bei häufiger Nutzung von niedrigeren Reinigungstemperaturen häufig nicht richtig abgebaut. Das alles erledigt das Pflegeprogramm für mich und ich kann mich stets und zuverlässig über den strahlenden Glanz meiner Gläser freuen. Lass uns doch jetzt nochmal über die Turbo-Zusatzoption Speed Perfect sprechen. Diese Option kann zu allen Standardprogrammen hinzugewählt werden, um die Laufzeit des Programms zu beschleunigen. So kann zu jeder Intensivreinigung, je nach Bedarf, der extra Boost hinzugewählt werden, um schnell wieder über den dringend benötigten Topf oder das Geschirr zu verfügen. Dieses Spülwunder hier verfügt über die perfekte Trocknung mit Perfect Dry und verwandelt so meinen Geschirrspüler in einen echten Geschirrtrockner. Tja, und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Die Antwort ist genial einfach. Das ist nicht einfach nur irgendein Geschirrspüler, das ist mehr, das ist echte Innovation. Und ermöglicht wird das Ganze durch die patentierte Zeolith-Technologie. Nenne es gerne Faulheit, aber ich erwarte von meinem Geschirrspüler nach Beendigung eines Programms sauberes und trockenes Geschirr. Und das Ganze wird eben ermöglicht durch Zeolith.
Zeolit ist ein natürliches Mineral. Es entzieht dem Geschirrspüler die Feuchtigkeit im Innenraum und wandelt diese dann in Wärme um. Und genau dadurch wird der Trocknungsprozess zusätzlich unterstützt. Es spart Energie, es schont die Umwelt und es sorgt für perfekt getrocknetes Geschirr, ohne dass dir nach dem Öffnen der Spülmaschine eine Dampfwolke die Brillengläser beschlägt. Zudem ist das Geschirr auch am Ende des Programms handwarm. Und die Zeolit-Eigenschaft behält ihre volle Funktion ein Geräteleben lang. Habe ich dir schon von der Funktion Extra Trocknen erzählt? Noch nicht? Dann hole ich das kurz nach. Extra Trocknen ist mein und vielleicht auch bald dein Problemlöser bei besonderen Härtefällen. Insbesondere, falls du viel Plastikgeschirr im Spüler hast, kann die Funktion Extra Trocknen wahlweise dazugeschaltet werden. Kunststoff kann weniger Eigenwärme entwickeln als zum Beispiel Glas oder Porzellan. Das heißt, es trocknet einfach sehr viel schlechter. Also, zumindest war das bisher so. Ein möglichst geringer Wasser- und Energieverbrauch ist für mich persönlich ein ganz entscheidendes Kriterium bei der Kaufentscheidung. Falls du also ein besonders energieeffizientes Gerät suchst, solltest du eins mit Zeolit-Technologie auswählen. Manche Geschirrspüler mit Zeolit haben ihre Technik sogar so optimiert, dass sie die höchste Energieeffizienzklasse A erreichen. Dadurch bietet Bosch einen sehr geringen Verbrauch während des gesamten Programmablaufs. Und deshalb ist Bosch einer der wenigen Anbieter, die Geschirrspüler in der höchsten Energieeffizienzklasse A anbieten können. Zudem überzeugen die Modelle durch einen leisen Betrieb. Bosch verarbeitet sehr viel Dämmung in seinen Geschirrspülern für einen besonders leisen, also flüsterleisen Betrieb. Der Geräuschpegel liegt irgendwo zwischen dem Ticken eines Weckers und einem leichten Regen, also auf ein Minimum reduziert. Kurz vor Ende möchte ich dich noch auf eine Besonderheit bei allen gängigen Geschirrspülern von Bosch hinweisen. Home Connect. Mit Home Connect kannst du all deine Bosch-Hausgeräte per Smartphone steuern und überwachen, egal wo du auch sein magst. So kannst du zum Beispiel mit der Funktion Silence on Demand deinen ohnehin schon sehr leisen Geschirrspüler für 30 Minuten auf stumm schalten. Was besonders praktisch ist, wenn man zum Beispiel im Homeoffice einen Videocall hat oder der Nachwuchs oder auch man selber seinen wohlverdienten Mittagsschlaf abhält oder, naja, wie ich eigentlich jetzt ein Video aufnehmen möchte. Die Inbetriebnahme der Home Connect App ist nicht nur sehr leicht, du kannst auch hilfreiche Einstellungen direkt am Smartphone durchführen. Was aber, wie ich finde, noch viel spektakulärer ist, dass deine Spülmaschine durch das Intelligent-Programm in Verbindung mit der Home Connect App zur lernenden Maschine wird. Ich kann also damit das Reinigungs- und Trocknungsergebnis sowie die Spüldauer nach meinen Wünschen beeinflussen. Und darüber hinaus liefert die Home Connect App auch eine Übersicht über alle Verbrauchswerte. Das ist schon ziemlich genial, oder? Solltest du mehr über Home Connect und das Intelligent-Programm erfahren wollen, dann bleib noch kurz bis zum Ende dran. Da findest du dann das passende Video. Sag mal, steht bei dir zu Hause schon ein Geschirrspüler? Oder bist du noch auf der Suche? Falls du dabei Hilfe benötigen solltest, kann ich dir den digitalen Produktberater von Bosch ans Herz legen. Hier kannst du mit ganz wenigen Klicks das perfekte Modell für dich und deine Anforderungen finden. Möchtest du noch mehr zum Thema Spülmaschinen sehen? Dann schau doch einfach mal hier vorbei. Und alle gezeigten Produkte sowie meinen Geschirrspüler habe ich hier unten in der Videobeschreibung für dich verlinkt. Das war's auch schon wieder und es war mir eine große Freude. Bis bald. Ciao.